Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Wie versprochen, verschieben wir heute dieses Ding. So, das war's dann für heute auch schon wieder. Macht's gut, bis morgen. Morgen werden wir das, was da am Boden liegt, aufheben. Ciao! Ach so, nee, warte mal. Ist noch ein bisschen kurz, ne? Mist. Ich meine, da hätte ich, hey, da hätte ich einen Output, wenn ich so meine Folgen machen würde. Jeden Tag 120 Folgen. Das wäre nicht schlecht. Das wäre super, oder? Dann kommt erst Werbung, dann kommt das Intro. Und dann schieben wir ein Regal zur Seite. Miststück. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Und gehen weiter. Und dann kommt noch eine Werbung. Und dann kommt noch eine Werbung, das Intro und wir machen wieder eine Sache. Das ist toll. So guckt man gerne Videos. Cable. Wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und all meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige dich. Was? Bitte entschuldige, dass ich... Ich weiß nicht genau, was heute los ist. Die letzten paar Folgen habe ich heute auch schon aufgenommen. Ich kann keinen einzigen Satz, kann ich irgendwie lesen, ohne total zu sterben. Bitte entschuldige, dass ich bei deinen Initiationsritus, so spricht man es aus, ungefähr, nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen, ich verstehe, mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Aha, beim Initiationsritus werden die also dann an den Wangen verbrannt. Daher haben alle diese Narben. Ich habe mich gerade witzigerweise, als er gesagt hat, bei den Seraphiten werden Kinder als Schieferntafeln geboren, gefragt, ob die dann schon die Kinder in den Wangen irgendwie schneiden. Naja. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Aha, ich verstehe. Mögen sie dich durch den Sturm deines Lebens führen, mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich, dein Vater Ezra. Wie nett. Auf echt schräge Art. Hätte ich mal vorher nicht so viel... Aber warte mal, ich kann noch ein Medkit brauchen. Mensch, haben die uns viel Schaden gemacht. Furchtbar. So. Werkbank. Und was für eine tolle Werkbank. Ja, ich meine, solange das Werkzeug, ne, passt. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Mehr Schaden für die doppeltläufige Schrotflinte wäre natürlich schon ziemlich sexy. Aber ein Zielfernrohr für die Jagdpistole gefällt mir. Wir brauchen eine Waffe mit ordentlich Distanz. Auf jeden Fall. Und dann kümmere ich mich um mehr Schaden für alle möglichen Waffen. Alles andere steht hinten an. Schade. Mehr Schaden funktioniert leider nicht mehr. Brauchen wir wahrscheinlich noch 6 Schrott, damit das gehen würde. Irgendwie dafür, dass die hier ihren Gebetsschrein haben und hier Betten und Lager. Wo sind denn alle? Warum sind denn die nicht alle hier? Na gut, ich habe gerade alle umgebracht, ne? Vielleicht liegt es daran. Vielleicht waren die bis gerade eben noch alle hier.
Also, jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Okay, ich packe das. Ja. Liebe The Last of Us Protagonisten, packt doch in Zukunft bitte immer ein Seil ein. So wie Nathan Drake, so ein Greifhaken oder sowas. Weil irgendwo runterkommen ist in dem Spiel sehr oft ein Problem. Das könnte man so leicht umgehen. So leicht. Moment, von da sind wir gekommen. Ja, okay. Hier haben wir das Regal umgeworfen. In der vorletzten Folge. Dann haben wir 3 Folgen lang den Brief gelesen. Und seit 5 Folgen versuchen wir jetzt einen Weg herauszufinden. Nur nochmal zusammengefasst. Damit ihr noch up to date seid. Kann man vor lauter Werbung schon mal vergessen, nämlich. So, da müssen wir wahrscheinlich lang. Ratte! So nah beim Märtyrertor zu sein. Verdammt. Dieser Ort ist rau. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten. Wir sind unter Beschuss. Das war ziemlich brachial, ne? Aber wenn da schon mal 2 Gegner so nah beieinander stehen, was soll man machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Ups, wollte ich nicht. Oh, da sind viele. Das gespaltene Gebäude. Ist der hier bei mir? Von wo hat denn da gerade jemand geschossen? Ah, okay. Das Gewehr ist schon recht gut, ne? Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zu dem Altar, wo noch Munition lag. Ich benutze das jetzt nämlich ehrlich gesagt nur, weil wir so viel Munition dafür hatten. Tja. Oh! Nein! Okay. Au! Ich habe das Gefühl, die sind überall hier. Ah, warte mal. Bevor ich mich jetzt heile, hier liegen Snacks. Zumindest ein Snack und eine Schere. Okay, gut. Ah, shit.
What? What? Ich konnte gerade nicht mal mehr. Ich dachte, jetzt kommt wenigstens noch ein Quicktime-Event oder Knöpfchen drücken. Haben die ernsthaft einen One-Hit-Finisher? Finde ich lame. Bei Ellie okay, aber gegen Abby mit so einem Hammer irgendwie, finde ich lame. Man sollte meinen, Abby nimmt den Hammer und zerbricht ihn wie ein Ästchen. Genauso wie den Kerl dann gleich darauf. So stelle ich mir das zumindest vor, wenn ich mit Abby spiele. Ah, wenn ich immer die falsche Taste drücke, das ist eher ungünstig. Köter, schwere Nöter. Ach, komm schon. Hallo. Ich hab ich dich. Ach ja, wirklich? Ich glaube auch nicht. So, wo ist denn jetzt MC Hammer? Weil jetzt, wo meine Nahkampfwaffe kaputt ist, hätte ich wirklich gern seinen Hammer. Der hält aber nicht viel aus, dafür, dass das so ein riesiger Hammer ist. Aber gut, okay. Das war cool. Das war ein netter Kampf. So, nehmen wir noch ein bisschen was mit, was hier so rumliegt. Wie gesagt, in den Kampfgebieten ist normalerweise nie irgendwas Wichtiges. Normalerweise liegt in Kampfgebieten immer nur was, das man gerade so unterm Kampf zum Craften oder so brauchen kann. Aber hier zählten irgendwie zum Beispiel ein Magazin oder irgendwas, ne, eine Waffe. Normalerweise nicht. Deswegen muss man sich in Kampfgebieten immer nicht so ganz genau umschauen. Jetzt muss ich runter zur Straße. Soll ich da ins Wasserloch springen von hier? Ich meine, eigentlich hat Abby ziemliche Höhenangst. Ach komm schon. Ach komm schon, Abby, wirklich? Muss man deswegen gleich sterben? Ach so, ich kann schon fortfahren. Jetzt muss ich runter zur Straße. Oh, das sind doch mehr Gegner. Oh! Oh. Die alte Mike Tyson-Strategie. Oder Mike Tyson war das? Ich weiß es nicht mehr. Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein.
Der Owen Van Kenoen. Ist es hier nicht super kalt? Es schneit sogar rein. Was gibt's? Der hat nicht mal eine Jacke an. So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Und? Macht das irgendwas, wenn ich schüttel? Nicht wirklich, oder? Genau, so habe ich mir das mit dem Hammerkerl vorgestellt. Der ist rennt irgendwie... Ist alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Genau, so habe ich mir das mit dem Hammerkerl vorgestellt. Der rennt auf Abby zu mit gezogenem Hammer und schreit. Und sie packt ihn einfach am Hals und macht... Und ihm batzelt die Augen raus. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Ah. Nice. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Geht schon los. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Ah. Sei ganz locker. Oh, gut gemacht. Heilige Scheiße. Fünf. Fast geschafft, Erbs. Na, komm schon. Schnell, ich brauche mehr Ziele. Zählen die auch? Anscheinend nicht. Gemeinheit. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. Ich bin gerade ziemlich stolz. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich habe noch Zeit übrig, stimmt's? Ja, aber... Ich habe noch nicht verloren. Mein Gott, du bist so arrogant. Und ich liebe es. Ah, da ist noch eins. Geschafft! Ha, beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay, ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Liegt er da immer noch? Nach 3,5 Jahren? Vielleicht aus Respekt. Aber hätte man ihn nicht vielleicht beerdigen können oder so? Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an.
Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Banausin. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Sehr schön. Dann machen wir jetzt hier für heute Schluss und morgen geht's genau hier weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.